Nach den anti-japanischen Ausschreitungen in China ist in der Hauptstadt Peking erstmals seit fast einer Woche die Straße vor der japanischen Botschaft wieder für den Verkehr geöffnet worden. Sicherheitskräfte patrouillieren vor der diplomatischen Vertretung. Die Auseinandersetzungen um eine von beiden Ländern beanspruchte Inselgruppe überschatten auch die Gespräche von US-Verteidigungsminister Leon Panetta in Peking. Sein chinesischer Amtskollege Liang Guangliye betonte, die Inseln gehörten zu China. Es gebe genügend historische und rechtliche Gründe, die dies unterstrichen. China und Japan streiten seit Jahrzehnten um die Felseninseln. In dem Seegebiet gibt es reiche Fischgründe. Auch werden große Öl- und Gasvorkommen vermutet. Panetta forderte beide Seiten zur Zurückhaltung auf und warnte vor einer Eskalation des Konflikts.